Willkommen Leute auf dem Channel, es geht endlich weiter. Wir haben eine sehr lange Pause gehabt, jetzt können wir wieder filmen. Die letzten zwei Wochen haben wir ein bisschen was gemacht. Aber jetzt nichts Neues. Außen die restlichen Aluleisten hingeklebt. Und jetzt geht's heute weiter mit, oder jetzt die nächsten Tage, sagen wir es mal eher so. Das ist jetzt hier im Eck. Im Eck hinten ist die ganze Leiste ausgegammelt, ne? Da machen wir außen die Aluschiene komplett raus. Also das geht hier unten los. Über hier oben läuft das alles entlang. Dann sieht man hier noch die, das sind die Nägel quasi, wo von außen, von der Seite und von oben die Aluschiene drin ist. Das ist hier oben auch alles locker, ne? Das machen wir mal neu, die ganze Dachaufhängung. Schauen wir mal, wie weit wir da was runterreißen. Die Latte kommt raus, die hat es hier komplett ausgebogen. Dann ist da hinten noch eine Holzlatte, die ja, teilweise ganz weggegammelt ist. Das kommt auch alles rein. Da fange ich jetzt heute mal an und mache die Aluschiene hier hinten im Eck runter. Und hier drüben im Eck ist es genauso. Wo sie wegkommen, dann müssen wir da wieder Hölzer reinkleben. Von außen Dichtungsgummi, das zeige ich euch aber gleich, wie es von außen weitergeht. Ja, hier drin getan hat sich nicht viel. Wie gesagt, war jetzt eine sehr lange Pause. Aber da wir dieses Jahr nochmal, ich weiß nicht wie lange, aber auf jeden Fall mal mit wegfahren wollen und müssen ja noch einiges machen, müssen wir jetzt mal dranbleiben, mal Gas geben, dass wir das schön hinkriegen alles. Ja. Also. Ich fange an, zeige euch außen dann das mit der Aluschiene, wie das aussieht. Da ist noch ein Dichtungsgummi drunter, aber das seht ihr dann, wenn es soweit ist. Bis gleich. Das ist jetzt außen die Schiene, ne? Die läuft einmal oben rum. Also jetzt die Plane davor bis vorne rum. Zeigt sich mal am Alkoven schnell. Ist noch alles schön abgedeckt. Hier kommt sie dann auch raus, die Schiene. Ne? Das hier. Und da sieht man, das ist hier auch alles schon mal geflickt worden. Ne, da ist diese schwarze Dichtung, oder was sieht man da? Diese schwarze Dichtung, die ist zwar noch schön weich, also die kam da mal neu rein, weil auf der anderen Seite ist es so eine weiße, die bröselt entgegen. Aber das kommt alles runter. Der hatte ja mal, habe ich gekauft, mit einem Schaden am Alkoven, den reparierten. Das ist auch dicht, ich habe drin alles soweit schon weg. Aber wie gesagt, da hinten das Eck ist ja komplett rausgegammelt. Die Heckstoßstange habe ich weg, das war auch ja, 30 Jahre, 29 Jahre alt, die Stoßstange, das ganze Plastik ist alles am Arsch, ne? Hier sieht man es, ist alles nicht mehr so das Wahre, aber die kriegt man wenig bis gar nicht nach im Internet, die müssen wir mal irgendwann kleben, aber das will ich dann, ja eigentlich, der Plan ist das im Winter zu machen, das bauen wir alles wieder schön hin, machen es unten sauber, schauen wir mal, dass wir die Löcher hier vielleicht noch alle ein bisschen abdichten, da ist überall schon angegriffen, also alles schön festmachen, sauber wieder abdichten, Stoßstange hin. Dann können wir mal ein bisschen verreißen, aber hier sieht man es jetzt, da habe ich schon ein bisschen die Schiene weggemacht, das ist die andere Seite. Und hier sieht man es, das ist so eine graue Dichtung, ne, die verläuft, die, das ist ja so eine Eckschiene, so eine 90 Grad und ja, sieht man, das bröselt alles, mal gucken, das ist richtig porös, ne. Das ist auf der anderen Seite nicht, aber die kommt trotzdem neu. Das kann man sich im Internet, bestellt man sich die. Und zwar hier kann man es besser sehen. Die Dichtung sieht eigentlich so aus, also so 90 Grad. Ne? So 90 Grad hat die Dichtung. Da ist dann schon ein Kleber drin. Da ist eine Folie auf dem Kleber drauf. Also so kommt es geliefert, zeige ich dann mal, wenn ich es bestelle, blende ich es euch mal mit ein. So sah es vorher aus, das Euromobil, von der Lackierung her, da war ja diese Edelstahlkiste hinten dran, die haben wir auch weg, weil das alles wackelt und also hier ist es nicht so nass auf der Seite, aber hier, ob das jetzt von der Küche kommt oder von dem Eck, was hier komplett rausgefressen ist, da ist es ja alles schön weg, ne? Da ist kein Holz mehr, nix, hier ist auch keine Styroporplatte mehr hinten dran, das machen wir jetzt mal alles schick, die ganze Leiste runter, das sieht man hier. Natürlich hängen überall noch die ganzen Schrauben drin und ja, das reißen wir jetzt halt mal so weit raus. Neu eingeklebt, abdichten, das kennt man ja das Spiel, ne?
Was ich kurz zeigen wollte, man könnte jetzt meinen, wir sind jetzt wieder hier hinten im Eck, wo die Küche war, ne? Also das ist die Rückseite vom Wohnmobil, hier in dem Eck da hinten. Wenn man jetzt sowas hat und ist auf der Suche nach der Feuchtigkeit, ne? Hier oben ist es trocken. Ich meine, das ist nur noch so eine ganz dünne Schicht vorm Blech, also das hier ist das Blech. Das macht mir aber eher den Anschein wie so Kondens, also da bröselt die Bolatte wie hier ähnlich, ne? Da so ganz dünne Schichten rausbröckeln, das habe ich jetzt rausgemacht. Dann hier ist eine Latte das, und hier ist sie völlig am Arsch, ab hier die Latte. Ne? Ich habe mal das immer noch nicht. Nehme mal noch eine Lampe zum Leuchten. Moment, so, wenn man jetzt schaut, hier ist die Latte. Also hier oben das Stück ist noch ganz trocken, das hier. Dann geht die eigentlich hier runter und hier ist sie komplett aufgefressen, so wie hier auch. Jetzt müssen wir da tauschen. Logistisches Problem. Machen wir das mal so, kann man es hinkriegen. Das hier ist ja Größe. Und dann, also hier ist die Latte nach unten komplett weg. Das heißt, hier war es auf alle Fälle nass, hier bis runter. Ne? Jetzt ist hier ja auch wieder eine Latte verklebt, komplett rüber. Hier sieht man erstens, das Holz ist trocken wieder. Ne? Also das ist, klebt hier auch noch auf dem Styropor drauf. Und hier ist von außen wieder eine Aluschiene, weil da die Bleche überlappen, das Dachblech und die Rückwand quasi. Und jetzt könnte man meinen, dass die Latte hier auch nass ist, aber wenn man, ja, also ab hier eigentlich kann man mit dem Schraubenzieher nicht mehr oder auch nicht mehr mit dem Fingernagel reinstechen. Das heißt, die ist eigentlich komplett trocken. Jetzt schneidet man das Stück hier wieder raus, weg. Das heißt, die Feuchtigkeit kam irgendwo hier runter und ist an der Latte da entlang. Man könnte jetzt wirklich meinen, dass hier irgendwo in der ganzen Latte die Aluleiste außen undicht ist und das weggammelt, aber das ist definitiv von dem Eck hier hoch rübergezogen. Ne? Zeige ich euch schnell. Das ist die. Das ist der Rückwand und da ist aber gar nichts drunter. Das heißt, undicht ist wirklich nur dieses Seitenteil. Das machen wir jetzt raus. Man sieht auch, ich kriege außen die Schrauben hier gar nicht raus, ne? Von der Eckschiene, die ich eigentlich jetzt losmachen will. Die lassen sich alle drehen, deswegen habe ich da, aber sie kommen nicht raus, deswegen habe ich das Holz jetzt mal weggebrochen. Da muss man da zur Not zu zweit arbeiten. Ne? Hier oben ist es eigentlich, die Latte hier oben ist zum Teil auch am Arsch, machen wir auch komplett raus und dann geht es ja wie gezeigt hier oben entlang. Jetzt kämpfen wir uns erstmal hier noch durch das Eck. Natürlich klebt hier noch 1 mm, ja, ich sage jetzt mal 1 mm starke Latte auf dem Blech drauf. Das gibt wieder einen Spaß, das wegzumachen, aber ich glaube, das mache ich von außen, dann kann man nämlich schön mit der Spachtel reinfahren. Das ist jetzt soweit mal der Plan. Bis gleich. Da oben habe ich ja gezeigt, gucke die Schrauben raus. Da versuche ich mit einer kleinen Zange die so zu packen und aus dem Blech rauszudrücken. Das geht bei manchen und bei manchen nicht. Es geht natürlich nur und ist natürlich nur ziemlich cool, wenn man die ganzen Latten alle rausmachen muss. Wenn ich jetzt merke, da kommt Wasser rein und die Latten aber alle noch super sind und ich kriege die Schraube nicht raus, habe ich ein Problem, dann kann man es aufbohren und das geht ziemlich beschissen. Ich habe schon, ich zeige es euch, was bestellt. Und zwar so ein so Ausdrehwerkzeug, man das einigermaßen sieht, ne? Das sind so, ja, da teure bestellt und günstiger, also das ist glaube ich das dritte Pack. Ich kann aber das sieht man das? Da jetzt mal scharf stellen. Ja, schöne Fingernägel natürlich. Ne?
Da ist so ein Linksgewinde, das steckt man eigentlich in den Akkubohrer, in der jetzt die Schraube ist, und schraubt die links rum rein und dann packt die eigentlich, sollte sie in den Kopf packen und mit rausziehen, funktioniert aber gar nicht. Dabei sind auch noch so Bits, so ein Schneider, wo man quasi erst ein Löchle von 2, 3, 4 mm in den Schraubenkopf reinschneidet und dann eben diesen mit dem Linksgewinde reinsetzt, funktioniert aber gar nicht. Also, man kann natürlich einzelne für 60, 70 Euro, also einzelne Bits bestellen. Ich vermute mal, die funktionieren, aber das bringt es ja nicht. Da fummel ich lieber ein bisschen rum und in meinem Fall, dass ich die ganzen Latten rausmachen muss, innen, kann ich, da komme ich eher an die verrosteten Schrauben ran und kann es gerade rausziehen. Ne? Jetzt haben wir außen die Leiste, habe ich jetzt komplett losgeschraubt, auch von oben. Mal schnell den Bildschirm drehen. Hier ist alles weg, da war die Dichtung so dran. Das war jetzt auf drei Teile, da oben ist noch ein bisschen drauf. Wie gesagt, alles gelöst, einige Schrauben abgerissen. Aber ist egal, so geht trotzdem die Leiste raus. Und jetzt kommt der Rest oben runter. Ein neuer Tag, wir wurden gestern vom Regen überrascht, die Leiste außen haben wir runter gemacht und wir hatten sie gerade unten und dann kam ein riesen Unwetter, es hat 100 Liter gestern in einer Stunde geregnet, dann habe ich das Wohnmobil schnell abgedeckt und wollte eben noch ein paar Leisten hinkleben und habe gerade angefangen die Leiste zuzuschneiden. Und auf einmal ist links neben mir, es ist wie ein Bach, es ist Wasser eingebrochen im Wohnmobil. Das war natürlich ziemlich ärgerlich. Dann habe ich noch alle möglichen alten Planen, die ich daheim noch gefunden habe, drüber geschmissen, richtige Planen. Das Wasser abhalten, um das Gröbste zu verhindern, das haben wir dann auch geschafft. Und heute Nacht haben wir einen neuen Plan geschmiedet, wie wir denn das weiterhin dicht halten können. Und das Wasser ist rein, weil wir ja die Leiste weggemacht haben. Ne? Dann waren ja somit die Seitenwand und das Dach war offen. Ja, und dann ist die Notlösung daraus entstanden. Jetzt habe ich im Baumarkt heute dann so eine Plane gekauft. Die haben wir mit so einem Gummiseilzug drüber gezogen, festgemacht. In der Mitte habe ich dann so Rohre. Ich kann es euch mal gern zeigen, wenn es wieder alles aus die Plane weg ist und es mal trocken ist. Bis jetzt ist es aber dicht. Das Wasser läuft auch super ab. Es bleibt nichts mehr drin stehen wie vorher. Jetzt, falls es jetzt aufhört zu regnen, mache ich heute vielleicht noch was. Dann kann man noch mal was filmen. Aber mit dem Video war es das jetzt hier dazu. Wie gesagt, die Aluleiste ist unten. Einen neuen Wassereinbruch hatten wir auch. Ja, ziemlich blöd, ja. Also diese teure Plane zum drüber machen, wo jetzt die ganze Zeit schon drauf war, die ist wohl doch nicht wasserdicht. Ja. Trotzdem finde ich sie nicht schlecht. Sie hat viele Reißverschlüsse. Jetzt habe ich so eine Plane drüber gezogen. Schauen wir mal, wie das dann die letztendliche Endlösung gibt. Aber solange es noch undicht ist, beziehungsweise ich die Leisten wegmache, werde ich diese Baumarktplane mal drauf lassen. Ja, dann würde ich sagen, dann war es das mit dem Video. Ne? Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare schreiben. Und ab jetzt stets bemüht, dass es wieder mehr Videos gibt auf dem Kanal regelmäßig. Und ja, vielen Dank. Macht's gut. Ciao, ciao.